Und da sind wir auch schon. Da ist unser Handy. Und wir dürfen uns jetzt wieder alles merken. Die meisten Anomalien kann ich schon auswendig. Aber wir haben jetzt noch circa 10 Minuten in-game Zeit. Immer um 19:45 beginnen die Anomalien aufzutauchen. Ne, es können Gegenstände zum Beispiel verschwinden, wie die Küchenrolle. Sie können sich umplatzieren, wie diese Gegenstände zum Beispiel. Willkommen zurück, Max! Flashbacks an den Stuhl, der sich dreht. Das geht auch. Es können sich Steckdosen hin und her bewegen. Die Bilder können sich verändern. Der nackte Mann kann wieder auftauchen. Mannequins können auftauchen. Hier können ein paar Geister auftauchen. Gruselige Dinge in der Ecke können auftauchen. Die Reifen können sich stapeln. Die Boxen können sich stapeln. All sowas. Das Klo kann dich fressen. Das auch. Zum Beispiel können die beiden hier ihren Mund verlieren und halt die, wie heißt das, die Seiten wechseln. Omi kann dich böse angucken. Ja, ja, ja. Okay, es ist 19:18. Das bedeutet, die Anomalien beginnen langsam. Dann wollen wir jetzt mal gucken. Da war ja mit Mini-Kobold auf dem Stuhl. Oh ja, das war mit Mini-Kobold auf dem Stuhl. Sehr viele Dinge haben zum Beispiel auch Sound-Cues. So dass man immer direkt weiß, okay, irgendwas ist jetzt passiert. Nee, das Telefon ist immer so. Sie sieht immer so aus. Es können sich auch einfach Dinge so ein bisschen bewegen, so schütteln. Es kann ein zweites Klo zum Beispiel auftauchen. Nein, nein, das war gerade nur irgendeine Spiegelung. Oh, guck mal, der, weiß ich nicht, Generator? Soll das ein Generator sein? Ich weiß nicht, das Ding, was da steht, ist auf jeden Fall weg. Ich habe nämlich im Hintergrund so ein kleines Plop gehört. Ich habe mich schon gewundert. Düdüm. Düdüm! Yay! Oh, das ist das Klo! Das Klo erkenne ich aus hunderten Soundcues. Halt die Klappe. Dankeschön, Toilette. Okay, hier ist noch alles okay. Der rote Ordner ist auch noch da. Das ist alles okay. Ich hoffe nur, er steht hier nicht in der Ecke. Ich mag ihn in der Ecke nicht. Ich finde ihn gruselig. Er und Timothy sind mit das Gruseligste. Ist halt einfach so. Hier scheint bisher aber alles immer noch gleich zu sein. Er ist auch noch nicht zu Voldemort umgewandelt worden. Hier ist alles noch gleich. Da ist noch die Pflanze. Du guckst immer noch nett und freundlich. Es ist gleich 1 Uhr. Hier könnten die Schubladen rausgehen. So dass da quasi kleine Regale sind.
Das ist auch was, was schon eher sehr unauffällig ist, muss ich sagen. Am schlimmsten ist es halt, dass es so ruhig ist immer. Da liegt was im Kühlschrank. Hat jemand seinen Kopf vergessen? Würdet ihr mal bitte aufhören, eure Köpfe in meinen Kühlschrank zu legen? Ich weiß, dass es warm draußen ist, aber Leute, packt euren Kopf doch bitte in euren eigenen Kühlschrank. Bei mir ist doch so viel Essen drin. Gut, eine Banane und ein Apfel und ein bisschen Ketchup und Senf. Seht ihr, wie viel Essen da drin ist? Guck mal, ich habe sogar eine Orange. Und sogar drei Bananen. Der ist aber nicht mehr frisch. Aber ich will den Strom nicht zahlen. Ich will den Strom auch nicht zahlen. Wirklich nicht. Es ist trotzdem euer Kopf. Okay, der steht noch auf der Seite. Ihr beiden seht auch noch normal aus. Hier ist noch alles normal. Bewegt sich der? Nein, der bewegt sich nicht. Bewegt sich hier was? Nö. Da sieht eigentlich auch noch alles ganz gut aus. Bilder sind noch nicht anders. Das Bild auch nicht. Noch ist alles sauber. Puppi guckt noch lieb. Die guckt immer so ganz. Er schrumpelt schon, den kannst du weghauen. Ja, der ist schon weg. Der ist schon weg. Hab ihn jetzt in den Müll getan. Wenn keiner hier schreit, das ist mein Kopf, ja, dann kann ich da auch nicht helfen. Okay, der ist noch auf der richtigen Seite. Kann auch was in der Flurkommode passieren? Nein. Das Einzige, was da halt passieren kann, ist, dass sich dieses Bild ändert. Und dann guckt sie halt nicht so halb glücklich, sondern so halb traurig. Ist ein bisschen schwer zu sagen, wie sie guckt. Das ist zum Beispiel auch das, wo ich mich immer gefragt habe, aber ist das jetzt so? Muss das jetzt so oder nicht? Oh, guck mal. Ach nein. Ich habe gerade gedacht, die sind gemischt. Dann wären unsere Geisterkumpels da. Da haben sich Reifen gestapelt. Nee, das soll so nicht. Ich meine, der kann Reifenhandel aufmachen, definitiv. Und es ist gerade Sale. Oh, guck mal. Der soll auch nicht da sein. Der Doppelte. Ich meine nicht, dass man sich über einen doppelten Luftabzug so ärgern würde. Aber nein, dahin gehört er auf jeden Fall nicht. Aber glaubt mir, in den Headquarters habe ich auf jeden Fall mehr Probleme. Da kenne ich nämlich die Anomalien absolut noch nicht. Ich habe das zum Beispiel auch noch nie gespielt. Damals hatte ich Angst davor, als ich es angefangen habe. Einmal Observation Duty 3. Aber mittlerweile traue ich es mich dann doch schon zu spielen. Aber dann müssen wir uns halt erstmal wieder alles merken. Ich habe mir zum Beispiel auch extra schon ein Steam Guide raus. Ah, das ist der Fernseher. Genau, ich habe mir einen Guide rausgesucht, wo alle Achievements halt drinstehen. Aber den halt immer zu zwischendurch offen zu haben, ist extrem schwierig. Okay, der steht normal. Guck mal!
unsere nette Frau mit den schwarzen Augen, die Äpfel so gerne mag. Mit ihrem strahlend weißen Lächeln. Hier ist noch alles normal. Puppy ist weg. Mögen Sie Äpfel? Hunger auf Äpfel? Boah, so ein Apfel könnte man sich immer mal gönnen. Wir haben auch schon 2 Uhr. Wir haben fast die Hälfte geschafft. Hier hat sich auch nichts verändert. Nee, das steht auch alles noch so. Mal schön die Bilder anschauen. Am gruseligsten wäre es halt immer... Oh! Am gruseligsten wäre es halt immer, wenn du zum Beispiel hier stehst und plötzlich ploppt der nackte Mann vor dir auf. Hi Bull, hallöchen! Was passiert, wenn du einen Hinweis nicht erkennst? Das ist kein Problem. Sobald aber 4 Anomalien gleichzeitig aktiv sind... Ja, doch. Sobald die 4. Anomalie aktiv wird, bekommst du entweder eine Nachricht oder in diesem Fall eben einen Anruf, wo dir gesagt wird, es sind zu viele Anomalien gerade aktiv, dass wir doch bitte was dagegen unternehmen sollen. Erst wenn 5 Anomalien aktiv sind, hast du das Spiel quasi verloren. Das Schlimmste ist, wenn man in der Küche ist und Timothy spawnt und den Weg blockiert. Naja, gut. Aber wenn du zum Beispiel hier bist und Timothy da spawnt, dann kannst du hier ja, ne? Oh, guck mal. Das Bild hat sich verändert. Dann kannst du hier ja zum Beispiel Timothy loopen. Hätte ich auch Angst vor, weil ich Timothy echt gruselig finde. Aber der muss halt leider kommen, damit ich das Achievement kriege. Das ist ein Problem. Hi Angel, hallöchen. Okay, hier ist noch nichts anders. Pflänzchen ist noch da. Die Bilder sind noch alle gleich. Und das Schöne ist halt auch, du bekommst nicht wirklich viele Jumpscares, außer du gehst halt zu nah an die Anomalien ran. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Timothy mich töten kann. Ich hab's auch noch nie ausprobiert. Nee, das steht immer so. Ich wollte gerade sagen, der steht ein bisschen weit hinten. Ich probier's einfach mal. Wir können zum Beispiel auch, das ist auch das Schöne, wir können so viel falsch machen, wie wir wollen. Für weniger Theorie und mehr Praxis. Oh, hier. Das drüben war keine Anomalie. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde das Badezimmer so wirklich viel, viel schöner. Mit den schwarzen Fliesen gefällt mir das wirklich, wirklich gut. Und wir sind ein sehr kleiner Mensch. Wir sind ein Kind. Weiß ich nicht. Mir gefällt das helle Badezimmer nicht. Wirklich nicht. Dann ist jetzt deine Zeit gekommen. Nein. Nein. Ich soll ihn ja fixen. Sterben kann ich ja immer, aber ich muss ihn fixen für das dumme Achievement. Das ist das Geistermädchen. Hi, Geistermädchen. Hau rin, Puppi. Ich bin so traurig. Heul nicht. Heul einfach nicht. Okay, die Bilder haben sich nicht verändert. Hier ist noch alles gleich. Nein, leider kein Update. Das wird heute vermutlich auch nicht mehr kommen. Chantal, heul leise. Ja, bitte. Es ist gleich 3 Uhr, das heißt, die Hälfte haben wir geschafft. Okay, er ist noch nicht zu Voldemort geworden. Die Weinflasche bewegt sich nicht.
Hier ist alles noch gleich. Die Steckdose bewegt sich nicht. Oh! Hau rein, Puppi. Oh, Timothy. Lieber, lieber Timothy. Wärst du so nett und würdest dich bitte einmal zeigen? Oh, Timothy. Das Bild? Welches Bild? Das Bild? Nein, das ist noch normal. Die schwarzen Fliesen waren echt geiler. Ja. Ja. Das Bild guckt vermutlich traurig, wenn du den nackten Mann auf dem Bett wegknippst. Der Schokomann. Schokomann! Ist immer noch kein Voldemort. Im Wohnzimmer war da schon immer eine Maske hinten rechts an der Wand. Da ist eine Maske. Das ist keine Maske, das ist eine... Ja, ich würde jetzt sagen, eine Vase. Also das ist eine Vase, die steht immer da, ja. Naja, Vase, Maske. Da ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Die Deko in diesem Haus ist sowieso ganz schrecklich. Omi ist noch da. Die sind noch da. Okay, er ist immer noch nicht da. Oh! Schokofrau! Die geschrumpft ist. Tschüss! Wir haben nicht nur den Schokomann, der sexy auf dem Bett liegt. Nein, nein, wir haben auch die Schokofrau, die dich anschreit im Büro. Schatz, hör doch jetzt endlich mal auf zu arbeiten. Du wolltest schon vor Stunden ins Bett kommen. Nein, zu dir bestimmt nicht. Du siehst komisch aus. Hi, Rose, hallöchen. Also, ich weiß ja nicht, was daran falsch ist. Ich habe überall in meiner Wohnung Messer zu liegen. Überall. Du warst einfach zu heiß, da ist sie geschmolzen. Miau. Du meinst wohl, ihr wart zu heiß. Okay, hier bewegt sich. Tut mir leid. Hier bewegt sich nichts. Ist auch noch alles gleich. Darauf wollte ich hinaus. Okay. Es können auch, das ist halt auch das Schöne, es können halt auch keine Anomalien doppelt vorkommen. Und ich... guck mal! Spiel mit Flasche drehen. Ich bin!
Oh, guck mal, die Pflanze ist gerade weggegangen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist gerade verschwunden. Ich habe gerade ein gehört. So ein Plup. Das hört man immer. Das heißt dann immer, dass was verschwindet. Und da ist sie wieder. Wunderschöne Blumen. Yay! Timothy! Oh, Timothy! Der nackte Mann wäre auch mal toll. Den Schokomann würde ich allerdings auch nehmen. Omi guckt noch mal. Der Koffer steht noch. Wir haben schon 4.11 Uhr. Wir kommen sehr gut voran. Timmy will nicht. Nee, leider nicht. Mackie bei einmal Sprüchen. Typ, hast du ein großes Beck? Nee, aber eine Katze. Ja. Oh, guck mal, das ist umplatziert worden. Ich habe kein großes Bett, nein, ich habe eine Couch. Wir besitzen kein Bett. Also schon, aber... Ui, jetzt werde ich müde. Sie ist immer noch sehr glücklich. Die Frage ist nur, warum ist sie so glücklich? Betten sind so 1990. Also ich schlafe auf dem Boden. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich schlafe auf dem Boden. Voldemort? Nein. Ich auf einer Liege. Auf so einer richtig schönen, harten Pritsche. Es gibt hier keinen Komfort. Eklig. Ich hab's gerne im Teppich eingerollt. So eine schöne Teppichrolle. Geil. Daran schlafe ich auch gerne mal. Oder in einem Sarg. Nein, nicht gepolstert. Gepolstert wäre dann wieder zu viel Luxus. Nee, das geht auch nicht. Das wäre zu viel Luxus. Oh, guck mal, sie ist traurig. Einfach so ein bisschen in Photoshop die Augenbrauen mal ein bisschen nach unten gezogen. Aber wenn wir uns jetzt mal ganz, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, da ist nicht wirklich großer Unterschied, ne? In ihrem Gesichtsausdruck. Gibt es dann auch einen Sarg für zwei? Oh, das gibt es bestimmt. Ich würde sagen, ja. Okay, hier kann nicht mehr so viel passieren. Hier in der Küche kann eigentlich nur noch das Ding da verschwinden und die Steckdose kann sich bewegen. King Size Sarg. Genau. Am besten gleich für 5 Personen. Für die ganze Familie. Der Sarg für die ganze Familie. Na? Kleben eure Koffer auch an der Decke? Kaufen Sie jetzt einen Familiensarg und Ihre Katze kann mit Ihnen sein. Was? Da möchte ich aber nicht als Letzter rein müssen. Ich meine, du bist dann ja tot, ne? Bekommst aber nur für Fingernägel. Hi, Remi, Hallöchen. Ich meine, mit Fingernägel gibt's sogar noch Sonderrabatt, ne? Viel Spaß und Spannung für die ganze Familie. Schokomann!
du bist ein süßer Schokomann. Ich war zu heiß, er ist geschmolzen. Ihr wart zu heiß, er ist geschmolzen. Miau. Entschuldige, die Sahne und die Streusel. Schon aufgelutscht, was? Hi, wilde Reise, Hallöchen und sehe Schokomann. Max, da kommst du genau richtig. Der nette Schokomann hat schon auf dem Bett gewartet. Dass du als Krieger den Kopf deines Pferdes mitbekommen hast. Ich frag gar nicht nach. Sollen sie machen. Es ist 5.10 Uhr. Also die Runde schaffen wir definitiv locker. Oh, die wünscht sich einen Schokoriwi und bekommt Schokomann. Naja, einen kleinen Trost muss ich doch wohl kriegen, oder? So ein klitzeklein Trost. Okay, hier ist noch alles normal. Die stehen auch noch normal. Ah! Komische Dinge an der Wand. Bis später, Jackie. Oh! Wer hat hier das Regal umgeschmissen? Aber ganz knapp nicht ans Auto. Wie auch immer der Spiegel verfehlt wurde. Aber ganz knapp nicht ans Auto. Ganz knapp. So, Timothy, du hast nicht mehr viel Zeit. Du hast jetzt noch in-game ein halbes Stündchen. Also bitte, Timothy. Schweb doch bitte einmal auf mich zu. Macht er nicht. Gibt noch Skurrileres. Das stimmt. Ja, das stimmt. Manchmal fragt man sich wirklich, what the fuck ist mit der Menschheit verkehrt? Aber wir judgen ja niemanden. Was ist mit der umgeworfenen Flasche auf den Tisch? Du meinst bestimmt die Weinflasche? Nee, die muss so. Die ist leer. Die spielen gerne Flaschen drehen. Nackter Mann. Hat einen ganz schön kleinen Pipi, muss man sagen, ne? Er ist durch ein Portal verschwunden. Irgendwas stimmt mit diesem Haus nicht. Schicke Schuhe hat er an. Ja, und schicke Socken. Hauptsache Schuhe mit hochgezogenen Tennissocken. Ja, was? Ist das nicht normal? Ich hab gerade gedacht, ich hab was gehört. Nee, ich glaube, das habe ich mir eben nur eingebildet. Es sind noch 10 Minuten in-game. Der nackte Mann portet sich von Haus zu Haus und jetzt wissen wir wie. Gutes Argument. Jetzt wissen wir endlich. Oh! Jetzt wissen wir endlich, wie er sich fortbewegt. Oh! Guck mal, die Schuhe sind auch da. Na? Deine Füße sind aber falsch rum, ne? Nur, dass du es weißt. Ich dachte, ich sag's dir mal. Das sieht nämlich ehrlich gesagt nicht so gesund aus. Das ist zweimal der gleiche Schuh, ne? Das sind nicht mal die Schuhe. Tschüss, wir haben es geschafft!
Ich habe die Nacht überlebt. Woohoo!